Moin Moin, mal wieder zurück, willkommen auf dem Kanal. Ein kurzes Regelvideo zu den Neuerungen bei Ascension Aufstieg von Virgil. Und zwar gibt es bei der Erweiterung einmal einen neuen Kartentyp. Das sind die Schätze, hier in Form von Energiesplittern. A wird das Starterdeck um einen Energiesplitter erweitert, das heißt wir haben zwei Milizen. 8 Lehrlinge wie bisher. Und dann gibt es halt noch die besagten Energiesplitter. Davon gibt es zwei Versionen, und zwar einmal diese hier. Die kommen in den Nachziehstapel, in den zentralen. Und dann gibt es noch diese Standard mit dem Standardrahmen, wie zum Beispiel die Miliz. Die kommen ins Starterdeck, also zwei Milizen, 8 Lehrlinge plus ein Standard-Energiesplitter, die kommen ins Startdeck, werden auch ganz normal gezogen. Wie funktioniert das denn im Spiel? Wenn man das im Spiel, wenn man einen Energiesplitter zieht, kann man den ausspielen. Erhält dann eine Energie, zur Energie sage ich gleich was, darf noch eine Karte ziehen. Ja, dann kann man die Effekte halt dementsprechend nutzen. Wenn man dann also diese Energiesplitter aus dem zentralen Nachziehstapel zieht, belegen die keinen eigenen Platz in der zentralen Auslage. Das heißt, die kommen unter die Karten, die noch, also unter die Standardkarten. Das heißt, wir ziehen jetzt zum Beispiel einen Energiesplitter, der kommt dann auf den freien Platz. Dann ziehen wir noch einen Energiesplitter, wie es der Teufel so will. Und dann ziehen wir Monster. Die verbrauchen keinen eigenen Platz auf der zentralen Auslage, das heißt, das Monster kommt da drauf. Und wenn man jetzt dieses Monster besiegt, der Spieler, der das besiegt, der kriegt auch gleichzeitig die beiden Energiesplitter und darf die dann mit auf die Hand nehmen und behalten quasi und auch ganz normal dann wie ein Helden oder was auch immer man gekauft hat, irgendwie dann weiterverwenden. Die bleiben dann in dem Deck des Spielers drin. Ja. Das ist das eine, was neu ist. Das ist schon mal ganz schick. Und zwar kommen wir dann gleich zum nächsten. Die Energie. Energie ist eine neue Ressource bei Aufstieg auf Virgil. Und Energie ist etwas anders als die anderen Ressourcen. Und zwar kann man die mehrfach ausgeben. Das heißt, die wird nicht ausgegeben, die ist permanent vorhanden. Der Autor spricht von Energielevel. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Energiesplitter gespielt hat, hat man ein Energielevel von 2. So, die kann man jetzt, wenn hier zum Beispiel Kreaturen bzw. Helden liegen, die halt irgendwie Energie kosten oder Aktivierungskosten, die Energie erfordern, dann kann man sagen, ich habe jetzt Level 2, ich aktiviere sowohl das eine, was 2 kostet, als auch das andere, was 2 kostet. Die verfallen einfach nicht. Die werden erst am Ende der Runde verfallen die. Die verfallen während des Zuges nicht, also vielleicht ein bisschen dumm ausgedrückt jetzt, normalerweise hat man ja die Runen, die gibt man aus, man kauft einen Helden, sind die Runen weg, zack, schwupp. So, mit der Energie, die bleibt den ganzen Zug bestehen, das Energielevel, das heißt, man kann zwei Karten irgendwie oder zwei Effekte nutzen, wo jeweils draufsteht, zwei Energie, machen das und das. Und erst wenn die Runde komplett vorbei ist und der nächste Spieler dran ist, dann verfällt erst die Energie. Dann kommen die Splitter halt wieder in den Ablagestapel und so weiter und so fort und gehen ihren natürlichen Weg. Ja, das sind schon mal die zwei Hauptneuerungen. Des Weiteren gibt es dann noch die Trophäen. Ich gucke mal, ob ich spontan ein Monster finde, was Trophäe hat. Schauen wir mal eben hier. Belohnung, Belohnung, Belohnung. Schicksal, das kennen wir ja schon. Belohnung, Belohnung, natürlich finde ich jetzt keins. Also im Unboxing haben wir ja schon, da haben wir ja schon welche gesehen. So, und zwar sieht das dann wie folgt aus. Hier haben wir die Gewölbe-Sphinx für 4 Stärke. Können wir die besiegen, erhalten dann halt eine ganz normale Belohnung von 2 Ehre. So, plus den Trophäeneffekt. Trophäe verbannet diese Karte, um 2 Ehre zu erhalten. Wenn man ein Trophäenmonster besiegt, kommt das nicht in die Leere, wie normal, sondern man kann das vor sich hinlegen. Und das bleibt auch liegen, quasi wie ein Konstrukt.
Und man kann dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wenn man das möchte, zum Beispiel zwei, drei Züge später, wenn man mehrere Monster liegen hat und dementsprechend die Option auf mehrere Energieeinheiten hat, dann sagt man, ich opfer das jetzt oder führe den Effekt jetzt aus, verbanne die Karte und kriege dann die Energie oder das, was halt dann passiert mit der als Trophäeneffekt. Muss man halt nicht sofort machen, kann man dann machen, wenn es einem passt. Finde ich auch ganz nett. Ja, und ich denke, das müssten jetzt auch die grundlegenden Neuigkeiten gewesen sein. Wie gesagt, einmal die Schätze sind neu, die Energiesplitter, die auch im Deckaufbau sich bemerkbar machen, im Startdeck, dass man halt einen Energiesplitter jetzt zusätzlich kriegt. Dann allgemein die neue Ressource Energie, die halt erst am Ende des Zuges verfällt und die man öfter ausgeben kann. Und dann halt die Trophäenmonster, die, wenn man die besiegt hat, voreinkommen. Und dem, wo man dann den Effekt, den Trophäeneffekt beliebig zum Zeitpunkt nutzen kann, wann man ihn gebrauchen kann. Ja, jetzt habe ich natürlich viel Blabla gemacht. Spielt es ein, zweimal, dann merkt er selber, wie das ist. Ist nicht schwer und bringt wieder ein bisschen mehr Tiefgang ins Spiel. Ist ja mit jeder Erweiterung ein bisschen was Neues. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video. Ich habe jetzt das Regelvideo noch vorgeschoben. Und ich kann schon mal so einen kleinen Spoiler geben. Es wird sich dann um die Erweiterung handeln zu Aufstieg von Virgil. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe schon tierisch Bock drauf. Bis dahin, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert. Ich werde zusehen, dass ich in nächster Zeit eine ganze Ecke an Videos hochlade. Vielleicht habe ich auch noch ein anderes Großprojekt mit einem bekannten Tabletop-Spiel am Start. Da muss ich ja gucken, wie das zeitlich und vor allen Dingen auch kohletechnisch aussieht. Aber Bock drauf hätte ich auch. Wenn ihr sonst irgendwie Vorschläge habt oder so, was ich mal machen soll, was irgendwie so grob in die Richtung geht, lese ich mir auf jeden Fall durch. Lasst dann auch irgendwie einen Kommentar da, ob ich das mache und wenn ich es nicht mache, warum nicht. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.